dass ihr wieder auf meinem Kanal vorbeischaut. Es freut mich sehr, dass ihr so zahlreich dabei seid. Wir würfeln heute natürlich Prompt Nummer 6. Das ist schon die sechste Woche. Es ist unfassbar. Wir haben schon Februar. Es ist unglaublich. Ich fasse es beinahe nicht. Aber es macht viel Spaß und darum machen wir weiter. Wir würfeln also heute. Wir haben diese Seite hier beim letzten Mal gemacht für die Woche 5. Ich hoffe, ihr wart alle dabei und habt zugeschaut. Und habt auch ein bisschen Spaß gehabt in der ganzen Sache. Ich habe mir die Würfel wieder bereitgelegt. Hier sind sie und wir basteln jetzt ein Upgrade für diese Seite. Und zwischendurch würfeln wir dann immer mal unsere Würfel für den Prompt von nächster Woche. Und wo stelle ich das denn hin, damit ich auch drankomme? Ja, ein bisschen mehr an die Seite vielleicht. So, und ich habe mir jetzt überlegt, das ist ja alles wunderschön, da möchte ich auch gar nichts mehr draufkleben eigentlich. Da könnte vielleicht noch eine Häkelblume an die Ecke, das könnte noch ein kleines Upgrade sein. Aber eigentlich ist das ja kein Upgrade, sondern nur eine zusätzliche Verzierung, wenn wir da noch eine Häkelblume anbringen. Also das reißt ja jetzt nicht wirklich raus. Gell? Also man, das ist nett und so, das ist alles schön und gut, aber eigentlich will ich was anderes. Ich will nämlich wirklich ein Upgrade machen. Ich möchte was in diese Tasche hier stecken. Diese Tasche. Und ich hoffe, dass die da nicht weiter einreißt an dieser Stelle, weil da ist es ein bisschen, naja, schwierig. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich möchte da drin ein kleines Folio haben. Und das möchte ich aus einer Seite erstellen. So, Grundidee. Natürlich gibt es schon 1.095.000 verschiedene Anleitungen dazu, wie man ein Folio aus einer Seite macht. Und wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendwie eine andere Anleitung, weil es gibt so viele Möglichkeiten, eine Seite zu falten. Man glaubt es nicht. Also es gibt nicht nur dieses Klapp, Klapp für eine Seite, sondern man kann noch viel, viel mehr machen. Und wie gesagt, wir machen das jetzt. Ich habe ein paar kleine Vorbereitungen getroffen, nicht sehr viel. Zeige ich euch jetzt. Ich habe eine Atlasseite hier, die ist aus einem Schulatlas einfach. Das ist nicht, es ist größer als DIN A4, aber kleiner als DIN A3. Ich habe die mit Kaffee eingestrichen, also da habe ich diese gelbliche Tönung überall. Dann habe ich da mit Kaffee noch Kleckse drauf gemacht und ich habe noch so Ringe drauf gestempelt hier mit meinem Pappstempel, den kennt ihr ja schon von der Blindfolded, war das die Blindfolded Aktion? Ich weiß es gar nicht mehr. Eine von den Crazy Craft Challenge Aktionen, also mit, einfach mit so einem Pappring, das ist von einem Häkelgarn hier, einfach stempeln, das funktioniert super. Da muss man jetzt gar keine Tasse aus der Küche holen, das klappt echt perfekt so. So, und ich habe beide Seiten bearbeitet, weil ich ja noch gar nicht genau weiß, welche Seite jetzt wo und vorne oder hinten zu liegen kommt. Und ich werde jetzt einfach ganz beherzt zu Wege gehen und diese Seite falten und schneiden. Ihr werdet das gleich sehen, wie sie gefaltet und geschnitten wird. Und zwar beginne ich damit, dass ich die rechte Seite hier einklappe nach links. Das muss jetzt hier keineswegs in der Hälfte sein, also überhaupt nicht. Ne? Ich mache das auch nicht in der Hälfte, sondern das ist ein bisschen breiter. Ich kann euch da auch was abmessen, wenn ihr so Zahlenfreaks seid. Dann würde ich sagen, dieses Stück ist ungefähr 12 cm breit und das, der restliche Überstand ist 9,5. Aber das hat überhaupt gar keine Relevanz. Also ihr müsst es überhaupt nicht so falten, ist komplett egal. Ich mache es jetzt einfach so, weil ich denke, dass das so ganz hübsch werden wird. So, dann falte ich das mal ordentlich gescheit. Dann falte ich diesen Überstand hier rüber. Ja, die Seite, die knistert jetzt so komisch durch den Kaffee da oben drauf. So, und außerdem knistert diese Zeitung hier. Die habe ich auch schon beim Färben gehabt. Hier sind überall so Kleckse drauf. So, damit haben wir mal die ersten Falten gemacht. Dann klappe ich mir das ganze Spielchen wieder auf. Als nächstes klappe ich das von unten nach oben. Und zwar, das ist auch wieder ziemlich egal, wie weit man das hochklappt. Es wird so sein, dass hier unten zwei Taschen entstehen. Also sollte das groß genug sein, der Falz, damit man da auch wirklich was reinstecken kann in diese Taschen. Sonst macht es ja wenig Sinn. Das nur so als kleinen Hinweis. So, dann haben wir das. Ich mache das erstmal wieder auf. Oder wir können es auch lassen. Genau, wir lassen es einfach mal. Und dann falte ich noch von oben herunter. Das ist jetzt die Frage, wie wir das machen. Es sollte ein bisschen überlappen. Es ist kein Muss. Nein, nein, nein. Es ist kein Muss, dass es überlappt. Aber es ist eigentlich ganz schön, wenn es überlappt. Deswegen falte ich das relativ weit runter, dass hier unten nur noch 1 cm ungefähr übrig bleibt. Ich könnte euch noch näher ranholen. Dann habt ihr vielleicht einen besseren... ein bisschen noch einen besseren Überblick, ja? Das ist hier unten noch ungefähr 1 cm frei. So, das falte ich auch wieder fest rum, so dass wir jetzt da insgesamt
also Linien haben. Wir haben zweimal, wir haben so gefaltet und dann haben wir so und so gefaltet. Wir haben da jetzt mehrere Linien an der ganzen Geschichte und jetzt geht es darum, diese Linien entsprechend einzuschneiden, aber nicht überall. Nicht überall, das ist der Trick dabei. Und zwar zuerst schneide ich hier unten diese Falzlinien. Ich mache die jetzt ein bisschen mit einem Bleistift, weil sonst könnt ihr nichts sehen und das bringt ja nun dann auch mal gar nichts. Ne? Das bringt ja gar nichts. So, wir haben jetzt hier eine Falzlinie und da ist der Schnittpunkt. Und da geht es los und deswegen markiere ich das jetzt hier mal kurz. Das sieht man nachher wahrscheinlich sowieso nicht mehr. So, hier haben wir wieder so einen Punkt und da gleich eine Linie hin. So, da wird geschnitten an diesen Stellen und es wird geschnitten hier oben, genau das gleiche Spielchen. Da wird eingeschnitten und dann wird noch eingeschnitten an dieser Seite hier. Das ist jetzt ganz anders, ne, wie die anderen. Wir schneiden hier an diesem Stück waagerecht. So, das sind jetzt mal die ersten Schnitte, die wir machen und da nehme ich jetzt einfach auf die Schere und schneide, also ich mache da jetzt gar kein Shishi mit Cutter oder sonst irgendwas, sondern ich schneide einfach beherzt mit der Schere. Wie wir das ja jetzt schon so schön markiert haben, kann da im Grunde auch nichts mehr schief gehen. Bei dem hier oben, da wo wir jetzt in die andere Richtung geschnitten haben, also so horizontal, da müssen wir ein Stück wegschneiden. Das muss aber auch nicht sehr viel sein. Also wir schneiden da so, ja, vielleicht so ein Drittel von der Länge schneiden wir weg, denke ich mal. Machen wir das so? Ein Drittel von der Länge? Ja, ich glaube, das machen wir so. Ein Drittel schneiden wir weg. So, das passt. Mhm. Das schneiden wir einfach komplett ab. Das kann man ja noch für was anderes verwenden. So, unser Blatt sieht jetzt so aus. So, also wir haben hier unten diese zwei Teile haben wir eingeschnitten. Ja. Hier oben haben wir das eine eingeschnitten und hier haben wir dieses quer liegende eingeschnitten und das kleine Stückchen hier, so ungefähr ein Drittel von dieser Länge, von dem Flap hier, das haben wir abgeschnitten. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Ja, super, gell? Als nächstes brauchen wir dann tatsächlich auch Kleber und wir würfeln unseren ersten Würfel, würde ich sagen. Ja. Wir fangen einfach mal an. Mit was fangen wir denn heute mal an? Mit was? Mit dem Fokuspunkt. Fangen wir doch mal mit dem Fokuspunkt an. Ich bin gespannt, was es diesmal wird. Figur. Wir nehmen eine Figur. Und wir brauchen einen Stanzer für so einen Eingriff. Oder wir machen das mit einer Lochstanze. Ich glaube, wir machen das mal mit einer Lochstanze. Man kann das mit diesem Notch-Stanzer hier machen. Den hat wahrscheinlich jeder von euch zu Hause. Man kann es aber auch anders machen. Und wir brauchen Kleber. Ich verwende an dieser Stelle wieder doppelseitiges Klebeband. Und dazu zur Sicherheit noch meinen Bastelkleber. So, Schritt 1 wäre jetzt. Wir machen als allererstes hier zwei Taschen rein. Das ist das allererste. Ja? Und zwar so, dass man hier von oben reingreifen kann. Mit dem fange ich mal an. Das heißt, ich muss eigentlich nur rechts und links so ein Streifen, doppeltes Klebeband ankleben. Wo habe ich eigentlich meine Pinzettenschere? Da. Ich dachte schon, sie ist wieder verschwunden, wie so oft, wenn man sie braucht. Aber sie ist doch da. Und auf dieser Seite mache ich auch ein Streifchen hin. Naja, das ist gar nicht so einfach. Ich will mit dem Kopf nicht so weit drüber gehen, weil wenn ich zu weit darüber komme, dann seht ihr ja meinen Kopf und nicht mehr das, was ich klebe. Das ist ja dann auch Blödsinn, ne? Das bringt ja nichts. Davon habt ihr nichts. Ich streiche das ein bisschen fest mit meinem Bone Folder, der in meinem Fall ein Wood Folder ist und kein Bone. Den habe ich schon furchtbar lange. Der ist auch schon ganz glatt und abgegrabbelt. Ich glaube, wenn ich den mal verliere, dann muss ich aufhören zu basteln, weil dann geht nichts mehr. Irgendwas verstopft da die Öffnung immer, diesen Nozzle. Gut, aber wohl, egal, wir haben es jetzt. Jetzt verstreiche ich das hier drauf ein bisschen, damit das nicht so dicke Blobber gibt, die dann an der Seite rausquillen. Quellen, na, was weiß ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Rausquelsen.
Quullen, herausquullen. Ich sollte aber auch noch ein Loch stanzen hier, so ein Eingriff. Also ein halbes, Moment, ihr seht ja nichts, gell? So ein Blödsinn. So einen halben Kreis stanze ich als Eingriff da rein, möglichst so ungefähr in der Mitte. Zack. Okay, einen Halbkreis hebe ich mal auf, vielleicht kann man den noch brauchen. So, jetzt drehen wir das um, nach oben. Bestens, haben wir schon die erste Tasche fertig. Na, wenn das nicht mal schnell ging. Auf der Seite hier entsteht jetzt die zweite Tasche. Genau dasselbe Spielchen, nur diesmal stanze ich das Loch schon vorher. Nicht, dass ich wieder in den Kleber packen muss. Ja, gut, jetzt haben wir das so. Dann haben wir diese Seite, die klappen wir jetzt in die Mitte rüber. Da mache ich jetzt zur Abwechslung mal so einen kleinen Notch rein. Das wird nämlich auch eine kleine Tasche. Aber liebe Leute, wisst ihr was? Wir müssen dringend mal würfeln, ne? Wir hätten schon längst wieder mal würfeln sollen. Aber ich muss das jetzt hier schnell noch, das Klebeband muss ich jetzt noch schnell aufpicken, das geht ja so gar nicht. Ne? Also, ja, bitte, Leute, ne? So geht es ja auch nicht. Eins nach dem anderen. So, das darf noch ein bisschen auf die Seite. So, wir würfeln den zweiten Würfel, ihr Lieben, wir würfeln den zweiten Würfel. Ja, lass mal überlegen, was nehmen wir denn diesmal? Die Farbe, ja, wir nehmen jetzt mal die Farbe. Also, wir schauen mal, was unser Würfel so ergibt. Hopsala. Wenig benutzt. Oh, das ist jetzt natürlich für jeden was anderes. Wenig benutzt. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, wenig benutzt ist bei mir, glaube ich, eindeutig, das ist pink. Es ist gelb. Und ich glaube sogar grün oder orange. Ja, so diese knalligeren, bunteren Farben benutze ich wenig. Gut, schauen wir mal, was dann das nächste noch ergibt. Geht's weiter? Jetzt haben wir drei Taschen, ne? Ich muss mal irgendwas nehmen, was man da reinschieben kann in die kleinen Taschen, aber ich hab nichts Kleines, ne? Ist egal. Ich nehme jetzt hier so ein Tag, ist wurscht, oder? Oder einen kleineren hier, nicht so ein Riesending. Hier, so, ne? Wir können das da reinschieben. Da haben wir jetzt was, einen Platz. Dann haben wir natürlich hier einen Platz. Okay, da passt der jetzt nicht rein, der Tag, aber ich zeige es nur mal so, dass da auch eine Tasche ist. Ja? Und hier ist eine Tasche. Da kann jetzt so einiges drin verschwinden. So, dann würde ich sagen, geht es weiter mit Folgendem. Hier muss ich ein kleines wenig, ein klein wenig von der Linie wegschneiden, weil ich das sonst nicht zufalten kann, aber wirklich nur so einen Millimeter wegschneiden. Damit, wenn man das hier reinklappt, man die andere Seite von oben drüber klappen kann. Ne? Versteht ihr, was ich meine? So, genau. Und das klappen wir dann so. Wahrscheinlich müssen wir hier auch noch ein ganz kleines Streifchen wegschneiden. Auch nur so einen Millimeter an der Seite. Hier schneide ich jetzt auch noch einen Millimeter weg. Also einen halben Millimeter nur. Ne? Das reicht dann meistens schon, ein halber Millimeter. Und dieses Teil kleben wir jetzt nach hinten um. Da haben wir hinten eine Tasche, ne? Hast du gesehen? Nein, habt ihr nicht gesehen. So, ihr habt das gar nicht gesehen. Also das ist natürlich scheiße. So, wir haben jetzt diese Taschen hier, rechts und links und diese von der Seite. Jetzt falten wir. Diesen falten wir nach unten und verstecken die Tasche. Ja? Diesen falten wir in die Mitte. Dann falten wir diese Tasche nach unten. Jetzt klappen wir das zu. Jetzt steht hier unten immer noch ein Stück raus. Das Stück, was da unten raussteht, drehen wir jetzt um und klappen das nach hinten. Okay, ist das soweit verständlich? Habt ihr das irgendwie so, ist das so angekommen irgendwie so halbwegs? Ich weiß es nicht. Und da machen wir jetzt natürlich auch eine Tasche draus. Ne? Und ich mache da jetzt wieder mit dem Kreislocher, weil es ja eine größere Tasche ist, mache ich da jetzt wieder mit dem Kreislocher ein Loch rein. So ungefähr in der Mitte, so, wird schon passen. Pi mal Daumen, Augenmaß, ihr kennt das ja. Und wir kleben auch diese Tasche wieder genau so fest.
übrigens bin ich schon sehr, sehr gespannt, was am nächsten Wochenende wohl im dritten Teil der Crazy Craft Challenge von uns verlangt werden wird. Blind basteln, mit den Fingern basteln. Und ich könnte mir ja jetzt noch vorstellen, dass das der nächste Prompt erfordert, dass wir nur mit einer Hand basteln oder so. Das könnte noch als Steigerung dieser bisherigen Thematiken kommen, also oder nur mit der linken Hand, also für Rechtshänder nur mit der linken Hand oder für Linkshänder halt nur mit der rechten Hand. Das wäre doch eine hübsche Herausforderung, glaube ich. So, gut, jetzt haben wir hier schon einiges gemacht. Wir können diesen Flap natürlich auch nach hinten umkleben und eine seitliche Tasche haben. Das können wir beliebig machen. Also wir können da einiges noch dran rumdrehen, wie wir es wollen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man das ganze Ding jetzt falten könnte noch. Also wir haben das jetzt so, ich mache es nochmal auf. Es ist jetzt ganz offen. Hier eine Tasche, hier eine Tasche, hier eine Tasche. Habe ich da nichts Buntes, was ich da mal reinschieben könnte, damit ihr das seht? Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie komisch, aber wenn man was sucht oder einen Schnipsel braucht oder so, dann ist keiner da. Gut, also dann können wir das alles hier runterklappen, das runterklappen, das klappen wir zu. Und das klappen wir dann so rum. Und dann haben wir hinten noch eine Tasche. Aber man kann auch Folgendes machen. Das hier oben lassen. Dann zuklappen. Und dann von oben rüber klappen. Sodass eigentlich alles gut verstaut ist, was da so in den Taschen drin ist. Da kann dann nichts mehr raus. Ist auch eine Möglichkeit. Und ich denke, dass ich tatsächlich diese Möglichkeit wähle. Und dass ich dann hier eine Öse reinmache. Und ein Band oder ein Gummi, mit dem ich das ganze Ding zusammenbinden kann. Ich glaube, das wird meine Variante sein, ja. Mhm. Aber jetzt möchte ich erst noch ein bisschen distressen. Aber so, dass nicht alle Kanten jetzt kaputt sind. Ich habe hier so ein paar Kunststofffolien von Verpackungen. Die schiebe ich jetzt da in die Taschen rein. Sodass ich nicht auf die Rückseite so viel Distress Ink oder jetzt ist das Oxide aufbringe. Ich nehme jetzt mal Oxide. Also das schaut irgendwie, das schaut wirklich aus, als ob da 1 Million Generationen von Schülern und Schülerinnen da damit hantiert hätten und das angefasst hätten mit klebrigen und schmierigen Fingern. Also so richtig schmierig und ihr wisst schon, was ich meine, ja. Also so wirklich, ne? Das ist so richtig abgeranzt. Und das darf auch wirklich stark, sehr, sehr stark abgeranzt sein. Das ist auch total okay. So, jetzt sieht man da die Taschen auch besser. Machen wir es gleich noch auf der Rückseite. Da ist ja auch diese Tasche. Da kann ich es sogar reinstecken. Schaut euch das an. Dann machen wir Folgendes, wir falten das ganze Spielchen, wir nehmen unser Distress Tool und jetzt werden noch alle Kanten ein bisschen distressed. Was jetzt im Laufe der Zeit auftauchen könnte bei dem Teil, ist, dass das Papier brüchig wird an den Falzkanten. Das kann passieren, weil das ja schon eine ziemlich alte Buchseite ist. Und da ist natürlich das Papier eben schon tatsächlich teilweise beschädigt. Das sehen wir dann, was dann passiert. Also da mache ich mir jetzt aber momentan noch keinen Kopf. Wenn es soweit kommen sollte, dann mache ich da Stoffstreifen hin an die Stellen. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm, wenn das so ist. So, so, so. So wird es gefaltet. Hinten wird es irgendwie zugemacht mit einer Öse. Aber jetzt als nächstes würfeln wir erstmal wieder, würde ich vorschlagen. Ja, wir machen diese komische Dame hier wieder weg. Wir nehmen unseren Materialstempel und schauen, was er uns bringt. Ein Sticker! Er bringt uns Sticker! Ja! Endlich können wir mal Sticker verwenden. Ich habe unendlich viele Sticker und ich verwende sie extrem selten.
Das ist wirklich eine Herausforderung, so viel wie möglich Sticker zu verwenden. Ein Ziel, ja, ich nehme mir das mal vor. Ob es klappt, wir werden sehen. So, ja, wo sind wir denn? Ach so, hier sind wir, genau. So, dann wäre ja jetzt hier, Moment, ich brauche mal kurz meine Seite. Das wäre jetzt quasi die Vorderseite von meinem kleinen, was ich da reintun würde. Ja, das würde da, glaube ich, schon ganz gut reinpassen. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Also so von der Optik her gefällt mir das ganz gut da drin. Wir sind aber natürlich noch nicht fertig. Wir müssen ja jetzt noch einen Verschluss machen. Und zwar habe ich ja gesagt, wir machen das mit einer Öse. Aber hier, dieses Papier ist eigentlich sehr dünn. Das können wir jetzt nicht so machen, dass wir da einfach nur Öse reinhauen und fertig. Also dann reißt das kaputt und davon haben wir ja nichts. Deswegen mache ich aus diesem Reststück hier mir erstmal zwei Kreise, glaube ich. Und die klebe ich dann vorne und hinten drauf. Und dann mache ich erst die Öse rein. Ich hoffe, dass das groß genug ist für zwei Kreise. Das habe ich mir jetzt gerade so gedacht, das wäre ideal. Ah, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Kann sein, dass das keine vollen Kreise sind. Ja, ein kleines Stückchen fehlt da wohl, ne? Naja, dann ist es halt so, dass ein kleines Stück fehlt. Das ist doch nicht so schlimm, oder ist es schlimm? Ach Quatsch. Was viel schlimmer ist, dass ich das da nicht so richtig reinschieben kann, ne? Weil ich das nicht in den Locher reinbringe, weil nichts mehr zum Packen ist. Ja, nichts mehr zum Backen, es ist alles weg. Das ist ein bisschen doof. Ich versuche mal das, ups, mit der Pinzette irgendwie da so ein bisschen so hinzuschieben. Und dann zack. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt ziemlich gut ausgenutzt. Das ist der Rest. Da kann man jetzt wirklich nichts sagen, wenn wir jetzt diese Schnipsel wegwerfen. Da kann uns niemand verurteilen dafür, dass wir verschwenderisch wären. Gut, dann würde ich das hier aufkleben, zum Beispiel so oder auch auf die Rückseite. Das klebe ich vielleicht auf die Rückseite, oder? Was meint ihr? Sieht auch witzig aus, oder so rum. Ist auch witzig. Wenn wir das so hinkleben, hat es auch was, ne? Oder wir kleben hier dieses Ding hin, so diese Ecke. Wäre auch ganz witzig. Oder dahin eben. Oder so. Eine Million Möglichkeiten. Ja, ich klebe jetzt. Es ist doch eigentlich auch vollkommen egal. Was man natürlich auch machen kann bei diesem Objekt, was wir jetzt hier gerade kleben. Man könnte auch, Moment, will ich das überhaupt so weit oben haben? Ich will es ein bisschen weiter in der Mitte haben, ein bisschen mehr hier. Man kann auch, auf jeden Fall kann man das. Wollte ich Ihnen jetzt eigentlich sagen? Man kann das auch mit einem Druckknopf zumachen. Ja, ich habe ja da diese Druckknöpfe gekauft, ja, wo manche sagen, die sind aus Plastik. Stimmt, die sind aus Plastik, das ist richtig. Das ist richtig, aber die sind auch sehr vielseitig verwendbar. Und mir gefallen sie eigentlich auch ganz gut, ne? Ich hätte auch noch Bock darauf, jetzt irgendwie, also nicht nur eine Öse da rein zu knallen hier mit meiner Ösenzange, sondern. Ich hätte eigentlich jetzt gerade irgendwie Lust drauf, da vielleicht sogar so eine Eckenblume dazwischen zu setzen. Also in die Öse oder so, dass man da einfach die Blume, dass sie quasi um die da drumherum ist. Das wäre auch ganz witzig, oder? Was meint ihr, dass man da einfach so eine Blume drauf hat? Vielleicht ist es auch zu dick. Weil wir können das ja dann in die Tasche stecken. Ich glaube, wir lassen das lieber. Sonst wird es noch zu dick und wir können es nicht mehr in diese Tasche stecken. Das wäre fatal. Ist das ja schließlich ein Upgrade für diese Seite. So, was nehmen wir denn jetzt für eine? Nehmen wir eine silberne? Nee, das passt nicht. Gell? Eine goldene oder eine schwarze? Wir nehmen jetzt mal eine schwarze Öse, würde ich sagen. Wir nehmen eine schwarze Öse. Wieder weg, die Ösen. So. Und hier habe ich eine Stanz. Pappenunterlage, weil nur mit der Unterlage funktioniert das auch gescheit. Ich bin immer noch höchst dankbar für diesen Tipp. So, ich versuche jetzt möglichst hier in der Mitte von dem Kreis zu stanzen, soweit es mir möglich ist, in die Mitte, damit auch nichts ausreißen kann später. Na, ihr versteht, das wäre ja wirklich blöd, wenn das dann ausreißen würde und kaputt reißen. Das wollen wir ja nicht. So, wollen wir ja auf gar keinen Fall. So, jetzt haben wir das Loch drin.
Dann brauchen wir noch die Ösenzange. Ihr seht, ich habe kein Crop-A-Dial. Das ist mir jetzt gerade noch ein bisschen zu teuer. Ich habe eine einfache... Hoppala. Ösenzange. Eine ganz einfache Ösenzange habe ich mit ganz einfachen Standard-Ösen. Und ich verwende die einfach jetzt für meine Ösen und nehme das so, wie es ist. Und wenn ich mal Geld übrig habe, dann kaufe ich mir vielleicht mal ein Crop-A-Dial, aber momentan sehe ich da keine Notwendigkeit, weil ich auch mit dieser Ösenzange die Ösen eigentlich ganz gut setzen kann, wie man sieht. So, und jetzt müsste man hier noch, also entweder machen wir da jetzt ein Gummi dran oder ein Band. Da überlege ich jetzt gerade noch einen Moment. Lass mich mal kurz nachdenken. Ich überlege, ne? Wir würfeln, während wir überlegen. Ja? Wir würfeln einfach unseren letzten Würfel, nämlich der Stil, und hoffen, dass jetzt was Gescheites dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Bunt. Uiuiuiui. Na, das wird ja wieder was werden. Halleluja. Ihr Lieben, das sind unsere Prompts. Figur, wenig benutzt, Sticker, bunt. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Wir werden sehen, ne? Bis zum Wochenende haben wir Zeit zum Überlegen. So, und ich bin ja hier eigentlich auch am Überlegen. Mir ist aber noch nichts eingefallen, ihr Lieben. Mir ist nichts eingefallen. Ich glaube, dann greifen wir einfach zum Gummi, wenn mir nichts eingefallen ist, oder? Was meint ihr? Wir greifen einfach zum Gummi. Ich hoffe, dass ich hier direkt auf Anhieb irgendwo ein Gummi rauspflücken kann. Ich will jetzt mal ein schwarzes Gummi verwenden. Dann haben wir hier. Das schwarze Gummi. Und ich möchte aber irgendwas noch in dieses Ding reinstecken. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht einfach nur ein paar Seiten zum Schreiben oder so. Weil hier ist sonst kein Platz zum Schreiben auf dieser Seite. Und dann fehlen eigentlich noch ein paar Journaling-Seiten, finde ich jetzt. Und die könnten wir ja jetzt einfach mal da hinein applizieren. Ich schneide das jetzt einfach nur so grob auseinander. Ne? Ich weiß überhaupt nicht, was man da jetzt wo reinschieben könnte. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. So, ich nehme mein Distressing-Tool und vielleicht hat es ja hier noch ein bisschen, ne? Das hat ja meistens noch ziemlich viel Farbe so drin. Und dann kann man hier einfach mal so grob drüber gehen. Das könnte zum Beispiel da drin sein. So, ja, gar nicht so übel, oder? So, dann haben wir ja noch mehr Taschen. Da ist auch noch eine Tasche. Dann nehmen wir jetzt gleich das nächste, was wir da reinschieben können. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Werbeblock hier, den hier, dass ich den überhaupt jemals so viel verwenden würde. Ganz ehrlich, normal hätte ich den nie benutzt. Ich hätte da nie was reingeschrieben. Ich hätte damit gar nichts gemacht. Null. Nada. Niente. Wirklich. Überhaupt nichts. Passt das überhaupt? Oh, ja, doch, das passt schon. So, dann haben wir ja natürlich da noch eine Tasche und da noch eine Tasche. Und da kann man natürlich wieder sowas reinschieben, das ist klar. Das reicht für alle Seiten, glaube ich. Wahnsinn, ne? Das ist doch der Wahnsinn, wie lange sowas hält und wie viel Farbe da drin steckt in diesem Distress-Tool. Gut, dann können wir das da hinstecken. So, ja, das ist dann da. Und hier haben wir jetzt auch noch was. Und da brauchen wir jetzt natürlich noch ein Stück. Und da habe ich natürlich wieder mal keins übrig. Oder? Nein. Muss ich dann doch noch mal eine Seite abreißen. Gut. Machen wir das einfach. Reißen wir eine Seite ab. Da brauchen wir jetzt aber was Schmales. Jetzt was Schmales. Ne? Das dürfte reingehen. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, es geht rein. So, gleich ein Eselsohr reingemacht. Gleich eine Ecke umgeknickt. Unglaublich. Habt ihr jetzt überhaupt irgendwas gesehen? Ich weiß es nicht. Also manchmal weiß ich wirklich nicht. Bin ich nur im Bild? Bin ich nicht im Bild? Keine Ahnung. So. Na, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Das liegt so eng an. So. Zack. 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 Und zack. Ja, perfekt. Ja, das geht doch super, oder? Man kann alles da drin verstauen, zumachen. Super, und dann kommt das Gummi da dran. Das wird eigentlich einfach nur so dran gehängt. Das muss auch nur doppelt so lang sein wie das eigentlich. Mehr nicht. Also ungefähr doppelte Breite von dem
Folder plus noch, also dreimal die Breite, sagen wir so. Wir brauchen ein bisschen extra für einen Knoten, aber wirklich nur ein bisschen. Ne? Ist echt nicht viel, was man da braucht. So, dann machen wir das so. Das geht jetzt da durch. Ne? Habt ihr das jetzt überhaupt gesehen, was ich gemacht habe? Keine Ahnung, ne? Ich weiß es mal wieder nicht. Ob ihr das gesehen habt, weiß ich nicht. Soll ich das nochmal machen? Ja, vielleicht mache ich das nochmal. So, ich lege das jetzt einfach hier zur Hälfte. Und hier die beiden Enden. Diese Schlinge, die dann am anderen Ende entsteht, die stecke ich da durch. Oben nach unten oder unten nach oben, wie ihr es wollt. So, dann kommt das da hinten raus. Dann mache ich da hinten einen Knoten an die beiden Enden. Das mache ich zu. Ja, das knote ich. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Abstand ich das eigentlich knoten müsste, aber das dürfte schon so einigermaßen hinkommen, denke ich. So, und dann kann ich nämlich einfach mit dem doppelten Gummi da so rüber gehen. Seht ihr? Und dann ist das ganze Ding zu. Und wir sind eigentlich fertig mit dem Teil. Hier, schaut, das kann man dann da reinschieben. Ja, da haben wir hier, haben wir es dann drin. Und die Seite ist fertig. Vielleicht ist das sogar ein bisschen zu orange da oben, aber ja, gut. Ist nicht so schlimm, glaube ich. Ganz witzig finde ich jetzt so dieses Kartennetzentwürfe, dass das da drauf steht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Natürlich könnte man da jetzt noch was drüber kleben, damit es nicht so orange ist. Oder da auch nochmal eine Zahl oder sowas draufkleben. Aber ich glaube hier Kartennetzentwürfe, die Projektionsflächen und abziehmutale Entwürfe, das reicht ja vollkommen aus als verrückter Text, oder? Mann, das ist irre genug. Ich finde das echt ziemlich verrückt. Azimutale Entwürfe. Sehr schön. Habe ich irgendwie verdrängt in der Schule. Kann mich nicht erinnern, das je gehört zu haben. So, ich glaube, wir sind fertig. Das ist unsere Seite jetzt. Fertig, fix und fertig. Ja, so sieht sie aus. Und wir haben gewürfelt für unser Würfelweekend. Unser Würfel. Ich zeige sie euch nochmal hier, damit ihr wisst, was wir am nächsten Wochenende machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mitspielt bei unserem Würfelweekend mit den Prompts Figur, wenig benutzte Farbe, Sticker und Bunt. Ich bin super mega gespannt, wie immer, was ihr daraus machen werdet. Bis dahin wünsche ich euch eine kreative Zeit. Bleibt gesund und habt Spaß. Tschüss!